Willkommen, liebe Sportsfreunde, zu einem neuen Videoformat. Wer ist, in welchem wir die Teilnehmer der Silver Racing Formula X Serie etwas genau unter die Lupe nehmen? Nur extra für euch. Heute sitze ich im Auto vom Mercedes Junior Piloten Fabian Schulrovic, welcher aktuell im B- bzw. Jugendteam von meiner Mercedes tätig ist. Und ja, hi erstmal, cool, dass du da bist. Hallo! Erzähl doch mal, in was für einem Auto sitzen wir jetzt hier eigentlich? Und warum hast du das heute mitgebracht? Weil den habe ich mir tatsächlich durch die letzten guten Plätze geleistet. 50% auch durch die ganzen Versicherten bei mir, aber das ignorieren wir mal. ja, genau. Schön. Ja, für die Fabian noch nicht so wirklich kennen. 2016 war Fabians erste Formel X-Saison, damals für Sahara Force India einige Siege und Podien ein. Fiel damals aber manchmal leider auch negativ auf und wechselte dann 2017 zum Williams Martini Racing Team, welches ihn aber noch zum ersten Saisondrittel kündigte, und seitdem dient er dem Männer Mercedes Racing Team. Ja, für einige Grand Prix-Siege hat es ja gereicht, aber Titelchancen hattest du ja leider noch keine so wirklich. Magst du darauf vielleicht näher eingehen? Worauf ich das finde oder warum das vielleicht so sein könnte? Na, sowohl als auch. Gut, also erstens, ich hatte mal bessere Zeiten beim Fahren. Bei Formel 1 anscheinend nicht dazu zählt. jetzt durch die letzten besseren Plätze hat man jetzt wohl eher das Gefühl, dass ich irgendwas reißen könnte, aber früher war es halt irgendwie nicht so. Wie ich finde, ja, ich hätte vielleicht ein bisschen bessere Plätze machen können. War ich aber auch selber schuld. Ich hatte einfach unkonzentriert gearbeitet vielleicht. Wäre das jetzt definitiv ändern. Ja. Du bist ja dafür bekannt, so der Klassenclown auf der Strecke zu sein. Jemand, der eigentlich selbst eigentlich immer gut drauf ist und immer viele Witze macht und gar geradezu, ja, vor Sarkasmus tropft, kann man sagen. Aber du kannst natürlich auch schon mal ziemlich fies werden. Wann ist denn so der Punkt bei dir gekommen, wo du sagst, dass du eklig wirst? Ist das einfach so rein intuitiv? Also, mein Therapeut hat mir ein Syndrom erzählt, das heißt das Anti-CJ-Syndrom. ich krieg dann immer so Plack auf der Zunge, wenn ich den höre. Und wenn dann so kommt, der fährt scheiße, dann dann babbeln meine Sprachorgane automatisch. Ich kann mich nicht mehr dagegen wehren und dann kommen halt so Beleidigungen raus, ja. Ja, also bei CJ ist es manchmal ein bisschen extrem, aber wer kann's mir übel nehmen? Ja, jetzt spielst du ja nicht nur Formel 1, du bist ja Schüler in einer Fachoberschule, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Du hast bestimmt auch Zeit für andere Spiele, die du sehr gerne spielst. Eins ist jetzt hier zum Beispiel auch GTA 5, deswegen sind wir hier. Aber was zockst du denn noch so neben Formel 1 ganz gerne? In letzter Zeit VR-Spiele. Dann Arma hatte ich jetzt in letzter Zeit wieder gerne gespielt, den Editor. Und selber machen. Ja, sonst. Dying Light hatte ich jetzt gekauft. Vorne hatte ich lange gespielt, aber jetzt. Immer bei Spielen so irgendwann die Momente, wo man das Spiel so lange gespielt hat, dass man sich für jeden Scheiß noch aufregt und das wirklich an sich gar keinen Spaß mehr wirklich macht. Ja. Und den Punkt habe ich jetzt langsam auch eingesehen und ich will jetzt nicht auf die. Auf die Leiche, die vorne für mich ist, noch weiter drauf treten. Ja, Leichenschändung, das geht nicht. Und erfreue mich. Na, überhaupt nicht. Ja, eben. Und erfreue mich auf den Moment, wenn Battlefield 5 rauskommt. Ah, ja. Ja, und 1 ist nicht so meins. Mit Rennsport hast du ja kenntlicherweise weniger am Hut. Wirkliches Formel 1-Wissen ist bei dir ja weniger vorhanden.
Ja. Wie kam es denn aber jetzt trotzdem dazu, dass du heute dabei bist? Also jetzt nicht nur eine Saison, sondern ich meine schon seit 2016, 2017, 2018, wir sind jetzt bereits schon in Saison Nummer 3. Das erste war eigentlich ein, eher so ein Werbegag für uns gedacht. Dass so der CEO der Versicherung dann da mitmacht, ne? aber es hat wirklich Spaß gemacht und dann hatte ich gedacht, ich mache weiter, so wie sie jetzt Lage entwickelt und so weiter und so fort. Dann dann hatte ich CJ kennengelernt und hatte eigentlich direkt dran gedacht, den Strick zu benutzen. Aber durch alle anderen Fahrer, die es ja dann viel besser machen, hatte ich mir dann gedacht, okay, machen wir mal weiter, sehen wir mal, was da draußen kommt. Und bis jetzt ist es eigentlich immer schön gewesen und ich werde auch so lange, wie es noch schön ist, weitermachen. Ja, diese Rivalität zwischen dir und CJ, sie möge anscheinend nie enden, was? Nein, also, weiß nicht, ich sag jetzt nicht, dass ich niemals schuld bin, aber in manchen Momenten fühlen wir uns halt immer so irgendwie, wenn der eine gerade nichts möchte, dann kommt der andere an, dann geht der andere irgendwie so auf 790.000 und dann geht der andere auch hoch und dann wird es immer zu komischen Hin und Her. Ja, das bekannte Ping-Pong-Spiel. Neben all dem Gaming, gibt es noch etwas, was du sonst in deinem Leben machst? Ja. Okay. Klar, ich schlafe. Ah. Nein. Ja. Das ist immer etwas. Also ich mache gerade den Fury. Mhm. Ich mache gerade den Führerschein. Ja. Deswegen fahren wir auch hier gerade schon mit dem Auto durch. Ja. Genau. Dann gehe ich raus. Menschen. Normalerweise. Manchmal auch mit Reptiloiden. Zum Beispiel natürlich. Ja, klar. Treffe ich mich sehr, sehr oft. Ja. Atme auch ab und zu. Ja, dann habe ich jetzt noch ein kurzes Spiel für dich. Hey. Und zwar, ich nenne zwei Optionen aus einem Thema und du sagst, welche Option dir lieber ist. Ich mache mal direkt ein Beispiel. Hund oder Katze? Katze. Okay. Apple oder Microsoft? Microsoft. Hauptsächlich. Wir haben das weitere Angebot, das vielfältige. Okay. Glaube ich das gleiche, aber egal. Filme oder Serien? Filme. Vegan oder nicht vegan? Vegan. Ganz irgendwie nicht. Also vegan schon gar nicht, vegetarisch könnte man vielleicht einen Monat oder so mal als Challenge hauptsächlich ausprobieren, aber vegan überhaupt nicht. Okay. Ich mag meine Milch. Winter oder Sommer? Der Winter. Okay. Single oder vergeben? Jetzt gerade Single. Oh, the Single Ladies. Da kann man jetzt noch tiefer greifen. Ja. Und fragen: Hetero oder Homo? Hetero. Hero-sexuell. Hero-sexuell. Ja. Schön, dass wir dich ein paar Sachen fragen durften. Ja. Wenn ihr noch Fragen habt für Fabian, dann schreibt sie in die Kommentare unten. Vielleicht antwortet er sie ja selber. Mach weiß. Und ansonsten, wir werden das jede Saison wieder machen. Also sollte Fabian sich auch 2019 wieder einfinden, dann werden wahrscheinlich einige Fragen noch 2019 wieder auftauchen. Und ansonsten, vielen Dank für deine Zeit. Jo. Und wir sehen uns dann zum nächsten Rennen, meine Freunde, denn aktuell ist ja Saisonpause und es geht dann am Sonntag wieder weiter. Warum wohl? Und in dem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht und immer schön flauschig bleiben. Bye bye. Tschüss.